Was glotzt du so? Leg den Typen hinter mir um! Okay, komm da raus, du Bastard. Tja, herzlich willkommen mitten im Schießgefecht. Wir wollen uns mal erneut an der Mission versuchen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Mafia. Uah. Und wie super das hier am Anfang läuft mit schon 57 Leben. Huch. Ich habe irgendwie ein Nachladegeräusch hier vorher gehört. Oh, da kommt jemand vor. Alter. Na, das können wir ja vergessen. Dass wir schon von Anfang an sterben. Naja, ich muss erstmal wieder richtig reinkommen. Also, naja. Müssen wir irgendwie versuchen. Also wir sind ja letztens gestorben. Wir sind eigentlich sehr gut vorübergekommen, bis wir kurz bevor wir bei Sergio waren, getötet wurden. Naja. Und was dieses komische Geräusch da im Hintergrund ist, weiß ich leider selber nicht. Das klingt nach einer Fehlermeldung. Also nochmal versuchen. So, das war schon mal besser. Kann ich gar nicht schießen. Nein. So, mal gucken, wie wir den am besten erwischen. Mhm. Das ist gut. Ah, fuck. So, schnell rüber. So, den haben wir auch gut erwischt. Hubala. Und hier hinten ist ja noch der eine. So. Die Forderungen sind schon mal ganz gut erledigt. Ich glaube, wir würden auch diesmal eher bei dieser Thompson bleiben. Weil die Pumpguns, die sind einfach, auf Deutsch gesagt, scheiße. Ich merke gerade, wir haben noch andere Waffen, aber die können wir ja vollkommen vergessen. Müssen wir schauen, wie wir irgendwie vorankommen. Also, keine leichte Mission ist die hier. Ist hier wenigstens nicht irgendwo mal ein bisschen Munition. Der hatte doch auch noch eine Colt. Naja, das geht schon. Diesen Laster können wir nicht einsteigen. Wo wurden wir denn nochmal von Gegnern überrascht? Kam hier nicht gleich ein LKW? Ah, genau. So, den haben wir sauber erwischt. Aber da hinten ist noch einer. Hubla! Dich habe ich gar nicht gesehen. Boah, also die mit den Pumpguns, die, also, Gegner sind allgemein viel besser beim Schießen. Nein, 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 nein! Scheiße, ey, der hat uns fast wieder getötet. Naja. Muss ich doch zur Pumpgun greifen irgendwie. Aber irgendeine muss ich ja da lassen, das ist ja das Blöde. Naja. Wir müssen uns irgendwie vorantasten. Irgendwie. Oh. Da nutze ich mal die Colt. So, schnell nachladen und wieder. Ich erwische den nicht. Scheiße. Jetzt ist er doch endlich mal tot. Meine Güte. Verschwende ich hier so viel Munition? Guckt euch das mal an hier auf dem Boden.
Ich will mal hoffen, dass heute das Brummen weg ist, denn bei der vorigen Mafia-Aufnahme war ein Brummen im Hintergrund. Das ist mir leider überhaupt nicht aufgefallen und ich merke gerade, ich habe doch Countdown bei meinem Handy. Naja, jetzt habe ich das gar nicht mehr aktiviert. Na gut, wollen wir uns irgendwie mal vorantasten. Irgendwie. So, ihr dürft uns absolut nicht erschrecken, denn hier kommen ja ein paar Gegner vor. Und unsere Waffe ist gleich leer. War hier noch wer drin? Ich hab Frau und Kinder. Tu's nicht. Ah, okay. Dich lass mal in Ruhe. Ui! Alter, hinter mir war ja noch jemand. Alter, Mann! Das gibt's doch nicht. Sind fast schon wieder tot. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, schon mal sehr, sehr oft erwähnt, dass ich diese Mission besonders hasse. Aber hier haben wir leider keine Umgehungslösung. Wir müssen einfach irgendwie gut sein. Huch, irgendwer schießt hier. Da hinten. Was macht der da? Erwischt den kein bisschen. Hab ich den mal erwischt? Doch, ich hab ihn erwischt. Komm, komm, schieß, 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 schieß. Die Waffe muss ich mir merken, die hat eine gute Reichweite. Hat doch die beschissen. Nein, das ist nur ein Grafikfehler. So, schön viel Munition sammeln. Und auch mal die Taschen der Leichen durchsuchen. Das ist, glaube ich, auch mal ein guter Tipp. Oder mal mit dem Wagen durchfahren. Macht sich ja auch ganz praktisch. Nur wer weiß, ob sich das in diesem Fall lohnen wird, denn wir sind fast tot. Wir sind kurz vor Ende unseres Lebens. Alter, Alter, hat hier keiner ein Midi-Pack zufälligerweise bei sich rumfliegen? Leider ist auch das Schießsystem in diesem Spiel ein bisschen mangelhaft, muss ich sagen. Also da konnte ich, glaube ich, selbst bei GTA 4 habe ich ja mal ohne Cheats durchgespielt. Und da konnte ich ja wunderbar schießen. Da drin war doch noch jemand, oder? Da ist ein Kopf. Und hier gibt es irgendwie ein Geräusch. Ach nee, das ist der Zug. Dieses berauschende Geräusch ist ein Zug. Also wir müssen ja schon mit äußerster Vorsicht vorangehen. Was nicht leicht sein wird. Was? Hier ist ein Medikasten. Okay, ich nehme alles zurück. Da! Boah! Ich wusste, hier würde irgendjemand sein, aber den haben wir locker leicht mit einem Schuss erwischt. Sehr geil, sehr geil. Der hat mich aber ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Da ist jemand. Der ist auf mich gerichtet. Trotzdem kann der mich nicht erledigen. Warum nicht? Ah!
Scheiße. Das wird so nichts. Jetzt will er auch mal schießen. Hey! Ey, die Waffe ist so voll scheiße irgendwie. Und die erwischen mich ebenfalls nicht. Das ist ja auch super. Hallo, komm mal raus. Den oben wische ich kein bisschen. Der erwischt mich sowieso nicht. Oh! Ja, das wusste ich nicht, dass man dieses Material da abknallen konnte. Ich erwisch den einfach nicht, den Wichser. Ja, schieß so viel du willst. Du erwischst mich doch eh nicht. Na bitte, wer sagt's denn? Kopfschüsse wirken immer. Ja, ich verschone euch doch sowieso. Irgendwas könnte ich abknallen, ich weiß aber nur nicht was. Jetzt habe ich doch ein bisschen mehr Mut. Huch! Könnte irgendwo noch einer sein. Wenn schon jemand sowas sagt, dann muss sich doch noch jemand hier hinter verstecken. Hm. Oh, scheiße. Der darf uns nicht erwischen. Scheiße. Wo ist der? Da oben. Der lebt noch. Ich wollte gerade mal genauer auf den Bildschirm schauen. Also in der Nähe dürfen wir uns nicht aufhalten. Der hat uns wieder ein bisschen Leben abgezogen. Scheiße, aber auch. Ui, 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 ui. Nein, 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 nein. So, laden, laden, laden. Das sieht gerade irgendwie total lustig aus, wie ich den abknalle. So, das S&W-Modell gab ihm den Rest. So. Dann holen wir uns mal seine Waffe, bevor der wieder an seinen Wachposten geht. Und hier sollten wir mal vorher schauen, ob hier nicht noch jemand da sein könnte. Man weiß ja nie, wo hier sich jemand verstecken könnte. Hier war ja sonst niemand außer der Kerl. Die haben immer noch eine Reservewaffe dabei. Hier war ja auch noch jemand. Stimmt, ich kann mich erinnern. So, jetzt kommt mal die nehmen. Was hat der noch bei sich? Nichts. Die da oben sind das größte Problem. Oh, ich glaube, den erwische ich kein bisschen. Wow, 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 aber der kann uns erwischen. Der kann uns tatsächlich erwischen. Der hat so ein richtig gutes Auge. Fuck. Wow, wow, wow.